Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance im Woman's Lot. Genau, So, den Mann hier, den haben wir schon befragt. Der hat ein bisschen irgendwie was am Kopf offensichtlich. Aber okay, er scheint zufrieden zu sein. Er hängt im Wald und ihm geht's gut. Und wir folgen hier mal dem Pfad, um dieses Städtchen zu finden, damit er da den Kollegen seinen Schatz zurückbringen können, damit er den spenden kann. Und ja. Wir gucken jetzt mal. Denkst du, du kannst mir den Weg versperren, Felsen? So leicht gebe ich nicht auf. Okay, nee, so leicht gehen wir natürlich nicht auf, aber ein schöner Fels. Irgendwie war noch die Rede von Söldnern. Also das heißt, wir müssen ein bisschen auf der Hut sein. Je nachdem erwartet uns hier nämlich tatsächlich noch einiges an Ungemach. Wow. Guckt euch das mal an, diese Aussicht. Das ist ja huiuiui. Schöne Gegend, habe ich gestern schon gesagt, also im Video von gestern. Das ist aber schon ein bisschen her, weil das ist eine neue Aufnahmesession hier. Und jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen gucken. Ich möchte eigentlich hier nichts übersehen. Das hätte man jetzt auch mit Burak machen können. Da hätte man wirklich das Pferdchen benutzen können. Das ist weit genug. Oh. Okay. Was ist dir passiert? Kann ich den noch plündern? Nein, der ist einfach tot. Aber ich würde sagen, wir gucken mal ganz schnell, was haben wir hier geladen. Den Bogen haben wir. Und wir haben, glaube ich, auch unser Skalitzer Schild. Jawohl, dann haben wir hier die verbesserten Jagdpfeile. Und wir haben das Schwert des heiligen Georg. Ja, das ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Okay, das kann ja hier eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass wir irgendwie Ärger kriegen. Alles andere würde mich ehrlich gesagt wundern. Ich gehe mal ein bisschen abseits des Wegs, weil irgendwie, ja, man muss ja nicht auf dem Präsentierteller daherkommen. Wir können ja mal schnell gucken, sind wir hier im richtigen Bereich? Mehr oder weniger, ja. Hier oben wäre ein Lager. Was haben wir hier? Interessanter Ort. Hier wäre ein Lager. Ich gehe trotzdem mal noch ein bisschen in die Richtung, weil dieses Gebiet ja auch markiert ist. Ist da vorne nicht sogar was? Wie cool das ist. Hier ist einfach ein Baum umgestürzt. Das ist ja eben diese kleinen Details halt auch. Das Ganze ist wirklich mit so viel Liebe gemacht. Da vorne ist eine Hütte. Ist das irgendwie das, was er meinte, von wegen Ruine? Dann hätten wir es ja schon geschafft. Oh, dann haben wir es tatsächlich gefunden. Ich muss überall suchen. Okay, ich finde den Ort, an dem Pavel seinen Schatz versteckt hat. Hier liegen überall Leichen. Also überall ist übertrieben, aber hier liegt nochmal eine. Kann ich den nicht untersuchen? Nö. Doch. Ne, öffnen kann ich. Okay, Befehlsschreiben des Kustos. Aha. Nehmen wir natürlich mal. Dann würde ich das aber gerne betrachten. Ich bin der Sebastian vom Berg. Ich denke, er sollte davon erfahren. Ja, kann ich das lesen? Sonstiges. Befehlsschreiben des Kustos. Lesen mit E. Ich, Ritter Sebastian vom Berg, beauftrage hiermit den Waffenknecht Brokesch und seine Männer damit, in den Sasauer Wäldern zu patrouillieren, um dort für Recht und Ordnung zu sorgen und die redlichen Menschen der Region vor Kuman, die Kromanen und anderen Briganten zu beschützen. Es gilt, derlei Verbrecher aufzuspüren und alsdann nach Gutdünken mit ihnen zu verfahren. Dieses Schriftstück bestätigt fernerhin, dass Brokesch und seine Männer in besagter Angelegenheit auf mein Geheiß handeln. Ausgestellt in Sasau im Beisein von Abt Peter und Vogt Haschek. Okay, haben wir gefunden und ja, zur Kenntnis genommen. Ich höre Stimmen. Hört ihr die? Man hört Stimmen. Hallo? Du hast entdeckt Lager? Jawohl. Ja, hier einen Schatz suchen. Wenn hier irgendwie Söldner sind. Da geht schon einer. Ja, ich wollte gerade in Deckung gehen. Das hat ja perfekt geklappt. Okay, wir werden kämpfen müssen. Also eigentlich, der hat gar kein Schwert. Kann ich mit dir reden? Irgendwie nicht. Gibst du auf? Oh, jetzt kommt da noch sein Kumpel. Ah, gegen zwei? Das mochte ich noch nie. Das ist immer wieder blöd. Oh, und ja, gleich sind wir tot. Das gibt's ja nicht. Es hat gespeichert. Jetzt wurde ich ein bisschen überrascht von den Leuten hier, muss ich sagen. Und eben gegen zwei. Drei ist natürlich Käse. Das kann man gar nicht anders sagen. Jetzt haben wir uns wieder ein bisschen erholt. So, ich müsste da auch mal ein Momentchen. Du kannst nicht spurten. Oh, nun hör doch auf zu hauen. Das tut doch weh.
Ich kann nicht mehr. Also er kann nicht mehr. Ja, mit letzter Kraft. Ja, bringt's zu Ende. Ich muss da nochmal anfangen. Ich muss, ja genau. So ist das richtig. Drücke E zum Fortfahren. Dann wird der letzte Speicherstand geladen. Also reden kann man mit denen nicht. Das habe ich fast vermutet. Ich wollte jetzt aber auch nicht, dass uns der Kumane da gleich entdeckt. Vielleicht ja noch irgendwie eine andere Dingens machen. Haben wir eigentlich wirklich auch die Sachen angezogen, die was bringen? Gepolsterte Bundhaube. Ja, ist alles okay. Allerdings müsste man das alles mal wieder reparieren. Kumanische. Wir könnten den natürlich tragen. Der wäre ein bisschen besser hier als unsere Haube. Ja, wisst ihr was? Machen wir mal. Okay. Sonst noch was, was wir unbedingt noch tragen sollten? Nee, der Rest ist eigentlich in Ordnung. Gut, wir könnten natürlich das Ganze auch mit Pfeil und Bogen angehen. Dass wir schon mal den einen oder anderen wegkriegen. Das Problem ist eben, diese eine Mod funktioniert nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt kein Fadenkreuz mehr. Sondern jetzt muss ich das im Prinzip wieder, ja, nach Gutdünken lösen hier mit Pfeil und Bogen. Und das ist, sagen wir mal, nicht wirklich ideal. So, mal anschleichen. Mal gucken, was wir hier sehen. Nicht allzu viel. Wir gehen mal hier außen rum. Da unten ist einer. Wie viele sind es denn? Zwei oder drei sind es schon? Hey, gib mal. Echt jetzt? Der kann mich doch nicht gesehen haben. Mein Gott, also irgendwie. Kauendes Chamäleon. Nee, nee, der hat uns, glaube ich, tatsächlich entdeckt. Wir haben kein Schwert oben. Den könnte man je nachdem auch leise töten. Wenn wir das mal von hier hinten herkommend versuchen. Weil es sind zu viele. Das ist halt der Schwerkampf und dann kommen drei Kuman. Das ist in der Regel eher kaum zu bewältigen. Außer man hat auch ein bisschen Glück. Also der sitzt doch eigentlich relativ gut. Wo ist denn sein Kumpel? Oder vielleicht finden wir hier den Schatz. Das wäre natürlich auch was. Dann müssten wir uns mit denen gar nicht anlegen. Nur hier einfach rumschleichen. Ja, die Frage ist halt... Doch, das ist schon hier. So wie das hier in der Quest drin stand. Finde den Schatz. Pavels Schatz soll in einem der Häuser versteckt sein. Ich weiß leider nicht, in welchem Moment. Das kann ich ja doch noch schnell lesen. Ich weiß leider nicht, in welchem. Daher bleibt mir nichts anderes übrig, als die Augen offen zu halten. Ja, und uns bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als diese Kuman noch auszuschalten. Weil sonst können wir hier natürlich nicht gucken gehen. Öffnen. Oh, was ist das denn? Ja, nehmen wir mal mit. Sind wir überladen? Nein, noch nicht. Lazarus-Elixier. Regeneriert binnen 5 Minuten 100 Lebenspunkte und beseitigt die Auswirkungen eines Katers. Nehmen wir mit. Was macht Schmalz? Schmalz ist Tierfett. Ja, okay. Brauchen wir nicht. Schade. Schatz muss woanders sein. Ja, wäre jetzt natürlich cool gewesen, wenn wir jetzt hier alle uns jetzt gerade den Schatz gefunden hätten. Ja, jetzt haben wir wieder das Lager entdeckt. Hier kann ich noch gucken. Da sitzt einer, das ist klar. Wo ist der andere? Den sehe ich nicht. Ich würde sagen, ja, wir gehen mal zu dem einen und nähern uns mal von hinten. Halt, rennen tut gar nicht Not. Das lassen wir. Mein Dolch haben wir. Haben wir einen Dolch? Waffen? Gewöhnlicher Dingens. Haben wir keinen Dolch oder sehe ich den gerade nicht? Doch, da oben ist er. Gut, das heißt, wir können leise töten. Wenn wir leise genug rankommen, das ist dann jeweils das Problem. Ich sehe den anderen nicht. Hier fliegt ein Helm in der Gegend rum. Ich sehe da sonst keinen. Wir gucken mal, ob das nicht funktioniert. Wir haben ja den Speicherstand. Von daher... Jetzt steht er auf. Ah, geht nicht. Okay, ging nicht. Okay, da müssen wir es anders lösen. Jetzt müssen wir den wegkriegen. Bevor seine Kumpels kommen. Aber die kommen eh schon. So wie es aussieht. Oh, das sind drei Stück. Oh, schnell weg. Das ist so kaum zu schaffen. Geh weg, Heinrich. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. So, wo geht's hier raus? Du hast entdeckt, interessanter Ort. Welch humorvolle Entwickler.
wir müssen euch irgendwie einzeln kriegen. Oh, come on, das funktioniert so nicht. Wie soll ich denn die drei Stück wegkriegen? Die sind viel zu stark. Wir sind gleich wieder tot. Okay, das muss ganz anders funktionieren. Oh, oh, oh. Berserker? Ich sehe gar nichts mehr. Völlig blutverschmiert. Mit diesem Helm sieht man nichts, wenn man immer einmal ist. Oh, bin ich irgendwo runtergefallen? Ich bin tatsächlich... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Kämpfe ich noch? Ich glaube, ja. Da, tatsächlich mit dem einen kämpfe ich noch. Habe ich den tot? Den habe ich tot. Okay, den plündern wir mal. So viel Zeit muss sein. Dietrich, ganz klar. Groschen, ganz klar. Irgendwie bin ich irgendwo runtergefahren. Das ist natürlich relativ praktisch. Oh, da kommt schon der Nächste. Nein, ich möchte nicht das Team haben. Ich sehe überhaupt nichts. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber jetzt, so wie es aussieht, sind die beiden anderen noch runtergekommen. Ah, und die vermöbeln uns. Okay, schade. Aber hier ist ein Loch. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, fortfahren. Wo war dieses Loch? Ich bin im Prinzip weitergerannt. Weil wenn es dort runter geht, vielleicht kommen wir dann irgendwie ins Lager rein. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass wir hier tatsächlich angreifen sollen. Wo bin ich lang gerannt? War das vielleicht sogar hier? Weil ich bin ja eindeutig runtergefallen. Moment, ich gehe mal gucken. Irgendwo muss eine Grube oder irgendwas sein, ja, was wahrscheinlich einen zweiten Eingang darstellt. Wie könnte man es sonst machen? Eben, mit Pfeil und Bogen ist klar. Aber das wird halt relativ schwierig, wenn wir kein Fadenkreuz haben. Ich weiß nicht, wo ich dann hinschieße. Wahrscheinlich nicht dorthin, wo es Sinn macht. Und dann wird es schwierig. Wo ist denn dieser Pfad? Wo bin ich lang geflüchtet? Ich brauche mal kurz die Map. Ja, da sieht man halt... Moment. Weiter rüber kann ich nicht. Da sieht man halt irgendwie gar nichts. Wenn ich es so mache, Questlog... Moment, da brauche ich nur das hier noch. Man sieht halt nichts. Von wegen, wo hier Wege sind, etc. Ja, genau dahin geflüchtet, wo ich wahrscheinlich hin muss. Nur, jetzt müsste ich halt wissen, wieder rausfinden, wo das genau war. Hallo, Hoppelhäschen. Wir gehen mal wieder in Deckung. Im Prinzip bin ich doch hier lang geflüchtet. An dem Haus vorbei. Das wäre eigentlich soweit richtig. Dann müsste hier doch irgendwie so eine Art Grube sein. Was ist hier passiert? Ja, die Kumanen halt. Hier bin ich, glaube ich, lang gedüst. Ist hier irgendwo eine Grube? Ist hier irgendwo ein Eingang? Blöd, dass ich nicht gesehen habe, wo wir runtergefallen sind. Eigentlich bin ich weggerannt. Wenn wir nach hier hinten... Hier ist wieder der Baumstrunk, den hatten wir schon. Ne, das ist es nicht. Müssen wir tatsächlich gegen die kämpfen. Warum hat denn das mit dem leise Töten wieder nicht geklappt? Der Vogel steht genau dann auf, wenn ich hinter ihm stehe. Er hat uns noch gar nicht gesehen. Er hat uns erst gesehen, als er aufgestanden ist. Der Vogel. Ja, ist natürlich blöd, wenn ich jetzt tatsächlich nicht rausfinde, wo ich runtergefallen bin. Ihr habt uns aber noch nicht gesehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich versuch's mal mit Pfeil und Bogen. Wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Na? Mach mal. Ja, so viel zum Thema. Aber irgendwie Pfeil und Bogen wäre halt doch besser. Wobei er hier... Ah, Moment, das klappt irgendwie auch nicht. Nochmal weg. Lauf nochmal davon. Lauf nochmal davon, Heinrich. Nicht auf den Kampf einlassen, das sind zu viele. Das müssen wir anders machen. Wir gucken mal, dass wir die irgendwie verteilen können. Wir können ja mal ein paar Meter laufen. So, den mal einmal ins Gesicht rein. Ja, den kriegen wir fast. Fast nicht weg, wenn der andere eben auch noch natürlich zuschlägt. Hier ist noch sein Kumpel, der auch zuschlägt. Hier, der hier. Ah, wir bräuchten einen Trank, aber den kann ich nicht im Kampf nehmen. Ich glaube, ich muss... den einen haben wir weg. Ich glaube, ich muss tatsächlich mich irgendwie dopen für das Teil hier. Kann ich irgendwie kontern? Das wäre noch schön. Geht gerade nicht. Schade. Eigentlich hätten wir einen kleinen Vorteil, weil wir kommen von oben. Stabiler Kerl. Nochmal pieksen. Klappt nicht. Drüber gepiekst.
In den Baum rein. Echt jetzt? Kann es sein, dass der Pfeil- und Bogenkollege noch lebt? Dass uns der hier irgendwie noch behagt? Ich glaube ja. Wenn ich hier aber auf den Gesundheitszustand gucke, dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Nochmal, komm. Schlag zu, sehr gut. Das wäre eigentlich ein Konter gewesen. Der hat aber nicht bis zum Schluss gesessen. Ja, da ist tatsächlich noch der Bogenschütze. Ich höre die Pfeile einschlagen. Aber ich möchte jetzt hier bei ihm nicht unbedingt weg. Ich möchte ihn wegkriegen. Ja, jetzt haben wir ihn weg. Okay, jetzt können wir uns nämlich... Nein, ich möchte noch nicht den Körper aufheben. Nein, lass fallen. Wir müssen den Pfeil- und Bogenkollegen noch weghaben. Der ist hier oben, der flüchtet schon. So, ah, da nimmt er aber auch Kollege Schwert dazu zur Hilfe. Okay, haben wir dich jetzt? Jawohl, jetzt haben wir so einen Gnadenstoß. Jetzt hebt er den wieder auf. Nee, Gnadenstoß wäre eine Idee gewesen. Plündern, da hätte man jetzt natürlich noch viel Geld machen können. Indem wir die hier besiegt haben. Kriegshammer mit Dornen, aua. Wir lassen den Rest. Retterschnaps haben sie keinen dabei, okay. Wir müssen hier auch nicht looten. Es bringt gar nichts. Wir haben dermaßen viel Geld etc. Was wir machen müssen, ist, dass wir jetzt hier Kollege Schatz finden. Jetzt muss ich erst das Dorf wieder finden. Das waren schon drei Stück, glaube ich. Und das waren drei relativ robuste Kollegen. Na, wo hatten wir das? Jetzt finde ich wahrscheinlich das Dorf nicht mehr. Jetzt habe ich die zwar weg. Ja, das ist zu weit weg. Das war immer hier oben. Jetzt haben wir die drei schwere Nöter weg. Dafür finde ich das Dorf nicht mehr. Das ist natürlich ein schlechter Tausch. Da ist es. Da. Okay. Ja, jetzt sollten wir den Schatz eigentlich in Ruhe suchen können. Und den sollten wir auch finden. Die Gesundheit sollte sich ja auch wieder regenerieren. Und sonst müssen wir einfach mal kurz schlafen. Haben wir wirklich alle? Ja, hier sitzt keiner mehr. Okay, also müsste hier irgendwo Kollege Schatz zu finden sein. Sollen wir was essen? Wie sieht's denn aus? Sattheit 79? Nein. Würde ich tatsächlich nicht machen. Setzen könnten wir uns noch. Das möchte ich auch nicht unbedingt. Pfeil und Bogen und Kleidung. Hier hinten haben wir was. Interessanter Ort. Können wir hier irgendwie öffnen? Jawohl. Hier ist überhaupt nichts drin. Wie blöd. Wo versteckt man denn so einen Schatz? Das ist die Frage. Da hinten geht es auch noch lang. Verzierter kumanischer Shishak. Nehmen wir mal mit. Rüstung. Verzierter kumanischer Dingens. 300. Wir sind noch nicht überladen. Den würde ich glaube mal behalten. Der hat ein Schild von 12, ist okay. Wir haben jetzt natürlich auch den anderen gar nicht angezogen. Den anderen Helm, den wir noch hatten. Wir könnten ja mal das eine oder andere, zum Beispiel den hier, der hat Stärke 18. Der ist eigentlich schwächer hier. Werden wir mal in die Satteltasche tun. Dann haben wir hier 100 da. Ja, weil der Schatz selber, wenn wir den finden, der hat natürlich, oder nehme ich zumindest mal an, noch ein Eigengewicht. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, aber wo soll man hier einen Schatz finden? Wahrscheinlich, ich habe so den Verdacht in der Grube, in die wir reingefallen sind. Aber wenn ich natürlich die Grube nicht mehr finde, dann wird es schwierig. Ja, einfach alles untersuchen, hilft ja nichts. Hier ist nichts. So ein Hinweis oder so hat man eigentlich nicht, wo der sein könnte. Ah, hier geht es noch rein. Ein Backofen. Pavels Dolch. Groschen 1800. Ist das das, was er als Schatz bezeichnet hat? Das könnte natürlich sein. Jawohl. Ein schöner Batzen. Und der Dolch ist auch da. Ein wahrer Schatz. Ja, 1800. Okay, wenn die wüssten, wie viel Geld wir haben. Entscheide, wie du hinsichtlich des Schatzes verfahren sollst. Ja, ich würde eigentlich... Lass uns mal nochmal kurz die Quest aufrufen. Entscheide, wie du, ja, entweder ihm den Schatz geben. Wir könnten natürlich auch abhauen, den behalten. Das würde ich vielleicht sogar machen, wenn wir jetzt früher im Spiel wären. Also wenn wir es auf Deutsch gesagt nötig hätten, weil 1800 ist natürlich schon viel. Wenn man das Dorf da aufbaut in Pribislavitz, beim From the Ashes, oder wie hieß das DLC?
Dann kann man das Geld natürlich mehr als nur gut gebrauchen. Dafür bekommt man eine fertige Bäckerei wahrscheinlich. Aber wir brauchen das Geld nicht. Deswegen würde ich eher das Ganze so machen, dass wir hier tatsächlich das Geld zurückgeben. Wir düsen mal. Ja, nee, wir können eigentlich hier unten hin. Na, wenn es denn klappt. Jetzt. So, waren die Schnellreise. Man hätte sich natürlich auch noch weiter umsehen können. Wie gesagt, hier oben hat es wahrscheinlich noch Schätze etc. Aber wozu? Wenn wir so viel Geld haben, wir müssen wirklich auf vieles achten, aber nicht aufs Geld. Und jetzt haben wir die drei Kumanen ja doch noch weggekriegt. Ja, man muss ein bisschen davonrennen. Man muss die auseinanderziehen. Wenn die zu dritt auf einen losgehen, juhu. Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Moment, ich brauche mal einen Schluck Wasser, sorry. So, wieder besser. Ja, Turnier machen wir nicht. Haben wir nicht gemacht. Ich möchte was verkaufen. Wir müssen nach da oben in die Schenke. Da würde ich sagen, das machen wir mal wieder mit Burak. Der hatte schon lange keinen Auslauf mehr. So, volle Pulle. Ja. Dann nicht die erste Abzweigung. Das ist nämlich falsch. Das weiß ich noch. Wir müssen die zweite Abzweigung nehmen. Die Brücke ist hier hinten. Wenn das stimmt. Jawohl, da ist sie. So, und die Brücke, die führt uns zur Schenke. Das wäre, glaube ich, eh gerade Abend. Ja, wieder schöne Stimmung hier. Okay, einmal Burak parkieren. Die schnell warten. Wir müssen mal nach da hinten und gucken, was wir mit dem Geld machen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Wir haben drei Kumanen besiegt. So schlecht war der Tag gar nicht. Danke fürs Zusehen. Bis auch nicht zum nächsten Mal. Tschüss.